Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z. Beim letzten Mal haben wir uns mit einem riesigen Affen angelegt und wir haben gewonnen. Und jetzt wollen wir hier auf Namek weitermachen. Wir könnten Vegeta benutzen. Und ja, auf Namek waren nur Gohan und Krillin. Ja, Piccolo später auch, aber jetzt noch nicht. Vegeta war auch da, aber dann... Nee, will ich gar nicht. Ich will da gar keinen. Mal weg da. Wie nehme ich den weg? Gar nicht. So, hier mit dir aber Goku. Nein, gar nicht. Das darf ich gar nicht. Wir nehmen Krillin als Hauptmann. So, du musst mal eben leer werden. Wie mache ich dich weg? So. Okay, wir brauchen Ausrüstungssachen für ihn. So, Autoanpassung. Setup A. Jo, mach mal. Jo, mach mal eben. Okay. Seht ihr, braucht man nicht viel machen, das macht er automatisch. Sehr cool. Die willst du auch mal eben haben. So, bestätigt. Krillin und Gohan waren ja nur auf Namek. Warte mal, warum habe ich den jetzt zweimal da? Warte mal, wie kriege ich den weg? Nein, weg. Guck, wir können die Kleidung sogar ändern. Ist ja cool. So, aber dich möchte ich da jetzt erstmal weg haben. So, das und dann den da. So. Muss das denn sein? Oh mein Gott, ist das gerade anstrengend mit diesen blöden Pissern hier, ey. Meine Güte. Wie nehme ich jetzt diesen Charakter weg? Abbrechen, sortieren. Aber wir gehen mal eben ganz raus. Zurück zum Hauptmenü. Yay. Daten werden gespeichert. Wir waren schon lange nicht mehr im Hauptmenü, fällt mir gerade ein. Drei. Okay. Ich muss mal wieder überlegen, wie lange ich noch aufnehmen muss. Vor allem rennt mir... mein Akku sagt auch bald wieder auf Wiedersehen. So, Einzelspiel. Ich hoffe jetzt mal, dass die wieder weg sind, die Kackspaten. Denn ich möchte nur mit... So, Mission. 11. Sehr gut, genauso wollte ich das. 30. Krillin. So, und Gohan. Die beiden, ab jetzt werden wir das genauso spielen, wie es auch in der Serie war. Und am Anfang waren nur Gohan und Krillin da. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gemacht habe. So, Mission. Könnte natürlich sein, dass man in dieser Mission auch Vegeta hätte nehmen müssen. Ich muss alle mitnehmen. Was ist das denn? Dann nehme ich den noch mit dazu und dann nehme ich noch Vegeta mit dazu. So, fertig. Total bescheuert. Das finde ich echt kacke, dass man da wirklich alle mitnehmen muss. Weil dann kann man das ja gar nicht so spielen wie in der Serie. Was ich aber machen kann, ist, Meta-Cooler. Schütze sich mit einer Barriere gegen Angriffe. Zerstöre zuerst die Barrierengeräte um ihn herum. Das ist ja interessant zu wissen. Muss man auch gegen Meta-Cooler kämpfen. Yeah, das ist ja cool. Very nice. So ein Scheiß. Oh yeah. Remix. Dunkle Wolken. Da bin ich jetzt immer gespannt. Vor allem was... Also das war jetzt mal überhaupt nicht anspruchsvoll. Bam, 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 down. So, wechseln. Nächster bitte. Guck mal, der ist auch schon weg. Das war's schon. Dein fucking Ernst? So, der ist weg. Der Nächste. Los, anvisieren. Totschlagen. Bam, bam, bam. Weg. Da ist noch einer. Komm her. Batsch, batsch, batsch. Clean reißt dir gerade alles alleine. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, warum visiert er denn keinen Gegner an? So, da haben wir schon den nächsten. Ja, bei den Gegnern lohnt es sich auch gar nicht, hier irgendwie auf Genki-Power zu machen, weil... Schon, shit. Krass! Are you fucking seriös? Komm her. Damn, damn. Alter, willst du mich verarschen gerade oder so?
Anvisieren! Attacke! Was? Bam, 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 bam. Schön die Rippen treten. Ruckzuck hängt sein Kiefer tiefer. So, der nächste bitte. Was hat er denn für spezielle Fähigkeiten? Ach, so ein Heildings? Das war Energiedings? Das ist wieder so eine Energieattacke, um Energie zu füllen. Energiestrahl. Das ist das Schlagen. Das ist Sonnenblitz. Was macht denn das? Ach, das füllt. Also er kann auf jeden Fall Energie wieder auffüllen. Das ist geil. Gut zu wissen. Ja, du könntest auch immer ruhig angreifen. Warte, ich habe noch eine Teil. Quatsch. Hallo. Fick dich. Quatsch, weg. Er ist tot. Weitere Gegner aufgetaucht. Yay. Quatsch. So, sehr schön. Jetzt können wir erstmal schön wegknallen da. Bam. Nö, ich krieg erstmal auf die Fresse. Piu. Batz, Treffer. Ah, Feuer. Ja, Quatsch. Ich brauche gar nicht nah an die Gegner rangehen. Irgendwie funktioniert das auch so. Vor allem wehren die sich überhaupt nicht. Voll lame. Ich bin voll stark irgendwie. Tot. Oh, ich brauche Energie. Schieß mich mit Energiebällen ab, du blöder Kackspaten. Komm her. Kriegst du das auf die Fresse. Ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. A, W, G. Alles wird gut. Könnte jetzt mal irgendwie ein besonderer Gegner kommen oder so? Das war schon? Tolles Level. Ja, wir haben es geschafft. In sein Gesicht geboxt. Ich glaube, mein Handy hat vibriert. Ich könnte es aber nicht beschwören. Oder darauf schwören. Dragon Ball Z, So, ein S-Rang. Oh, wie süß. Die Karte da mit Goku und Krillin. Krillin am Heulen. Voll niedlich. Oh mein Gott. Jo. Cool. Die Karten will ich mir erstmal angucken. Was die wohl bringen. So, Mission. Wir haben noch gute 7 Minuten. Aha, Genioforce. Dann nehmen wir jetzt aber hier Vegeta. Mit Vegeta lieber als erstes haben. Und hier kommt dann Krillin hin. Weil Krillin ist schon cool, aber nicht so cool. Also hier in diesem Spiel ist er auf Anpassen. Mach mal Autoanpassung bitte. Mal Setup 2. Ach so, dann nimmt er... Nee, Auto-Setup. Nimmt er das Beste. Ja, mach. Sieh zu. Frrrt. Da oben habe ich immer noch... Fehlt immer noch einer. Krass. So, hier haben wir das. Der Partnerrang steigt schneller auf. Senke feindliches Ki mit einem Nacken. Nö, wir nehmen das da. Partner, Dings und eigene Erfahrungspunkte höher. Cool. Schöne neue Karten. Wollen wir durchstarten? Komm, das schaffen wir noch. Schaffen wir, schaffen wir. Es kann sein, dass die letzten Parts ein bisschen cooler waren, genau. Kürzer waren. Liegt aber daran, weil ich im Moment sehr den Überblick über die Zeit verliere. Weiß auch nicht, woran das liegt. So. Nahkampf-Typs. Telekinese versus Kampf. Auf die Fresse. Genioforce. Ich bin schon im Recall, ja? Also, Leute, ich brauche euch nicht. Oh ne, ich habe einen grünen Vegeta. Ist ja hässlich. Ja, ich bin telekinesiert. Hallo?
So? Ach so, okay, geht los. Quatsch. So, schön auf die Fresse. Bam. Weg mit dem... Bin schon wieder telekinisiert. Telekinisiert vor allem. Ob es diesen Begriff überhaupt gibt, das weiß nur ich. Ja, komm her. Alter, are you fucking seriös? Frisst das. Quatsch, der ist weg. Nee, das war... Der ist tot. Oh, schon wieder! Bah, warum treffe ich denn nicht? Alter! Habe ich getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Frisst das, du Arschgeburt. Ey, du kleines, stinkendes Stück Scheiße. Frisst den hier. Was soll denn das? Wie geht das? Du sollst eine Attacke machen und nicht so einen Quatsch daraus. Da. Ba. Alter, damit steigt auch das Ki schnell. Ach, das Ki schnell. Genki, meine ich. Ja. Da. Und tschüss. Das war's schon? Das war's schon? Und jetzt kommt noch ein Gegner. Gay! Ultrakampf. Ja, übertreib. Da. So, der ist down. Nächster bitte. So, der ist auch down. Da. Ich brauche gar nicht an die Gegner rangehen. Ich mache das einfach so. Vegeta ist so ein Fernkampfspezialist. Ich brauche mich echt nicht so sehr darum scheren. Was? So, der ist auch down. Nächster bitte. Ba. Vor allem, mein Ki lädt sich die ganze Zeit total schnell wieder auf. Seht ihr das? Achso, das Likum schon. Den will ich gar nicht. So. Quatsch, weg. So, down. Bleib stehen, bleib stehen. Ey, du blöder Bastard, bleib doch mal stehen. So, schön draufhauen. Komm, komm. Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat gar keinen Sinn. Einfach eine Energiebälle draufklatscht, habt ihr gesehen. Komm nochmal. Ich will nur die Genki-Anzeige voll haben. Komm schon! Hab ich's geschafft? Noch nicht ganz. Hat die Genki-Anzeige voll? Sieht so aus, ne? Aber irgendwie füge ich ihnen keinen Schaden zu. Das ist ein bisschen lame. Feuer! Oh, jetzt mach. Patsch! Durch meinen Energiestrahl erledigt. So spielt man. Oh, mein Akkustand ist niedrig. 7% noch. Schwere Geburt, ey Leute, ich sag's euch. Und dann noch Genki-Anfrage, was soll das denn? Mann. Nicht mehr in Ruhe erholen kann man sich hier. Also Leute, kannst du da mal bitte rangehen? Meine Güte. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Krass. Neue Karten, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku, Senpai.